Es geht also direkt weiter im Programm mit dem nächsten Vortrag. Und zwar wird Oliver Weiner, kommt aus Kiel und leitet dort die Zweigbibliothek Medizin. Bitte schön. Ja, danke schön. Ich versuche mal den Bildschirm zu übernehmen. Ja, da sind meine Folien. Ja, guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich möchte Ihnen mit meinem Vortrag geschrieben, publiziert, zitiert die Entwicklung der Kieler medizinischen Publikation von 2015 vorstellen und diese halt in einen Kontext der Maßnahmen des Projektes DEALS stellen. So, jetzt mal gucken. Ja, kurz zur Einleitung, wie es zu dieser Datenanalyse gekommen ist. Die Universitätsbibliothek Kiel möchte gerne ihren Anteil an wissenschaftlichen Zeitschriftpublikationen im Hochschriftenserver Macao erhöhen. Und dabei bietet sich halt eben an, die Zweitveröffentlichung, also das Open Access 2 Veröffentlichungsrecht sozusagen als Instrument an. Und hierfür müssen halt die Corresponding Authors als urheberrechtlich verantwortliche Autoren ermittelt werden. Und das haben wir halt in der Zweigbibliothek Medizin, ich und mein Kollege Stefan Spottig, übernommen, wollten das eben für die Medizin umsetzen. Und ja, da haben wir uns dann an die medizinische Fakultät hier an der COK gewandt und die haben aus ihrer Datenbank zur leistungsorientierten Mittelvergabe halt die Publikationsdaten uns zur Verfügung gestellt. Ja, und die haben wir dann, wir haben das mal so als Nebenbei-Projekt bezeichnet, seit November 2019. Ich und mein Kollege immer dann rangenommen, wenn mal so ein bisschen Luft war. Und dann haben wir halt diese Datensätze nach den Corresponding Authors durchsucht. Dann kam Corona, dann kam das Lockdown mit dem Homeoffice und uns stand so ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung, als wir ursprünglich gedacht hatten. Und wir hatten die ganze Zeit bei der Bearbeitung gesagt, Mensch, wenn man diese Publikationsdaten um zum Beispiel Angaben des Verlages oder vielleicht auch Zitationsangaben, Zitationsraten anreichert, dann kann man aus ihnen vielleicht noch ein bisschen mehr herauslesen. Im Hintergrund stand für uns immer die Frage, zeigt oder wirkt sich irgendwie dieser Elsevier-Boykott auf das Publikationsaufkommen hier am UKSH aus? Und ja, das war dann sozusagen auch die Idee für diesen Vortrag. Und wir haben dann versucht, halt eben das in diesem Kontext auch mit zu beleuchten. Ja, zur Datenbearbeitung, die Datensätze 2015 bis 2018, das haben wir aus dem Impact Center der Medizinischen Fakultät bekommen. Im Frühjahr stand der Datenbestand 2019 noch nicht zur Verfügung. Da mussten wir uns einen Datenauszug aus dem Web of Science behelfen, was dann natürlich an der einen oder anderen Stelle so zu kleinen Schieflagen geführt hat. Ich werde aber immer darauf hinweisen, wenn das Auswirkungen auf das Ergebnis hatte. Ja, wir haben das, die Corresponding Author mit Hilfe von PubMed im Wesentlichen und gelegentlich Google Scholar ermittelt. Ja, was waren die Maßnahmen im Projekt DEAL aus Kieler Sicht? 2015 hat sich eben aus der Hochschulrektorenkonferenz die Projektgruppe DEAL gegründet und sie sind dann eben an die drei größten Verlage Elsevier, Wiley und Springer herangetreten, um eben ein verändertes oder Lizenzierungsmodell hin zu Publish and Read umzusetzen. Dem hat sich der Elsevier Verlag nicht wirklich zugänglich gezeigt und dann gab es 2017 den Aufruf zum Boykott von Elsevier Zeitschriften. Wir haben uns hier in Kiel 2018 den Boykott angeschlossen mit Auslauf unserer Freedom Collection. Ja, und 2018 bis 2019 gab es eben die Übergangsvereinbarung mit Wiley und Springer. Da wurde das Portfolio eingefroren, also es wurden keine Zeitschriften abbestellt, aber auch keine hinzugenommen. 2019 gab es eben den Abschluss und Beitritt mit dem Wiley, den Vertrag, den wir uns hier in Kiel angeschlossen haben. Mit der Publikationsförderung haben wir Mitte der 2019 angefangen. Und 2020 eben jetzt Abschluss und Beitritt der UB Kiel zum Springer-Deal-Vertrag. Und für uns eben, oder die Fragestellung, die sich hier ergeben hat für uns, ist, spiegeln sich die Deal-Maßnahmen hinsichtlich der Verlagsverteilung in irgendeiner Art und Weise bei den medizinischen Publikationen wider? Wie viele Publikationen haben wir mit in die Auswertung genommen? Also nach Herausnahme aller Co-Autorenschaften, Doubletten und Publikationen unklarer Urheberschaft sind 2138 Publikationen übrig geblieben. Und das sind halt Publikationen, die ihre Urheberschaft hier in Kiel im Universitätsklinikum und in der Medizinischen Fakultät der CAU Kiel haben. Wie sind wir weiter vorgegangen? Ja, wir haben die Daten mit Excel bearbeitet, ordentlich durchgeschüttelt und neu sortiert.
Und bei der ersten Auswertung haben wir gesehen, dass ungefähr 2/3 der Publikationen sich auf die 7 größten Verlage verteilen. Das sind LBW, Taylor Francis, Oxford, Wiley, Springer, Nature und Elsevier. Und damit halt die Anteile der anderen Verlage nicht verloren geht, haben wir gesagt, dass wir die Open Access Verlage, die Societies und die sonstigen kleineren Verlage eben in Clustern zusammenführen wollen. Und insgesamt haben wir gesagt, wir wollen hier in der Präsentation 10 Positionen darstellen, nämlich die 7 Top-Verlage und die Cluster für Open Access Verlage, Societies und sonstige Verlage. Ja, und im Folgenden möchte ich Ihnen die Ergebnisse hier präsentieren nach Verteilung der Publikationen nach Verlagen, Anteil der erzielten Zitationen nach Verlagen und anhand einer Stichprobe, zu der ich noch ein bisschen was sagen werde gleich, von Kieler Wissenschaftlern verwendete Zitate nach Verlagen. Ja, hier sehen Sie auch schon die erste Folie zu den Verteilungen. Hier sehen Sie die nicht-Deal-involvierten Verlage, die sozusagen auch die kleinsten Anteile auf sich vereinigen. Und der erste Cluster, das sind die Societies mit 136 Publikationen auf diesen Betrachtungszeitraum von 5 Jahren verteilt, haben die halt einen Anteil von 6,36% auf sich vereinigt. Das sind ja nicht die Verlage, die uns sozusagen Blick nehmen wollten. Dann als nächster Cluster kommen auch schon die Open Access Verlage. Nicht ganz eine Verdopplung der Publikation auf diese 5 Jahre, 259 Publikationen, Anteil von 12,11%. Und Sie sehen da oben links so eine kleine Kurve. Also es ist schon von einem Anstieg der Open Access Publikation hier in Kiel, der ist schon feststellbar. Die Open Access Verteilung auf die Verlage möchte ich Ihnen im Detail einmal zeigen. Und zwar sehen Sie hier die Aufstellung kleinster Anteil, kleinster Verlag Hindabi, dann kommen Impact Journals, PLOS, Frontiers, MDPI und Buy Mid Central. Und Sie sehen, dass 2015 bis 2017 so die etablierten Open Access Verlage PLOS und Buy Mid Central oder Einrichtung Verlage ja, jeweils die höchsten Anteile auf sich vereinigen. Das bricht aber 2018 ab. Hingegen können Frontiers und MDPI ihren Anteil 2018 erhöhen und MDPI sozusagen von 18 auf 19 sozusagen sehr, sehr sprunghafter Anstieg. Also haben PLOS und Buy Mid Central nicht wirklich von diesen Aufwärtstrend hin zu mehr Open Access scheinbar profitiert. Dann kommt der erste Deal-involvierte Verlag, Wiley, mit 288 Publikationen, Anteil von 13,47%. Und Sie sehen hier so ein kontinuierliches Auf und Ab in der Kurve, das natürlich schwer zu deuten ist. 2018 haben wir eine Delle von 50 Publikationen und 2019, wo wir halt mit der Open Access Publikationsförderung eingestiegen sind, da steigt es auf 65 Publikationen an. Aber Sie sehen, das haben wir sozusagen alle 2 Jahre diesen Wert annähernd. Von daher ist das schwer, so in diesen Deal-Zusammenhang das zu bringen. Dann kommen die sonstigen Verlage in einem Cluster mit 301 Publikationen, Anteil von 14,08%. Sie sehen da, 2019 fällt der Wert deutlich ab. Das ist natürlich dem Datenauszug aus dem Web of Science geschuldet. In der Datenbank der Medizinischen Fakultät war natürlich freie Eingabe. Das heißt, alle Kleinstpublikationen sind damit eingeflossen, die natürlich so in Web of Science gar nicht nachgewiesen werden. Deswegen sind die hier in dieser Auswertung 2019 gar nicht mit eingeflossen. Dann kommt Elsevier mit dem zweitgrößten Anteil. Sie sehen, da ist auch ein Sprung, also deutlicher Sprung auf 422 Publikationen, Anteil von knapp unter 20%. Sie sehen auch sozusagen quasi in Folge daraus ein wesentlich größerer Anteil an den Publikationen jedes Jahr. Passt genau zu unserem Auslaufen der Freedom Collection 2018, haben wir eine Delle, die auch nur auf 61 Publikationen runtergeht. Aber das wird sozusagen, ist nicht nachhaltig, das wird 2019 kompensiert und sogar mit dem höchsten Wert in einem Jahr in dieser 5-Jahres-Betrachtung übertroffen. Verlag mit dem größten Anteil ist dann auch Springer Nature mit 443 Publikationen, Anteil von 20,72%. Und bis auf diese kleine Mini-Delle 2017 kann man eigentlich von stetigen Anstieg der Publikationen oder des Anteils bei Springer Nature feststellen. Und es hat sogar 2019 den höchsten Wert, den Verlag überhaupt auf sich vereinigen konnte, 121 Publikationen.
Da sind wir ja noch gar nicht mit der Publikationsförderung eingestiegen. Das ist ja erst dieses Jahr gekommen. Also da lässt sich die künftigen Jahre das mit Spannung verfolgen, wie groß der Anteil da noch wird. Die Kieler Zahlen lassen sich auch mit anderen Universitätsstandorten in Deutschland vergleichen. Und zwar hat die Universitätsbibliothek Bielefeld eine Analyse in ähnlicher Art und Weise durchgeführt, und zwar an den Universitäten Gießen, Regensburg, Göttingen, Bielefeld, Siegen und Forschungszentrum Jülich. Wobei ich hier bemerken muss, sie haben nur den Zeitraum 2015 bis 2017 analysiert. Und da ist das Gesamtpublikationsaufkommen der Universitäten ins Blickfeld genommen worden. Wir hier in Kiel haben nur den Anteil der medizinischen Fakultät. Trotzdem, meine ich, kann man das ganz gut miteinander vergleichen. Sie sehen also, dass gerade auch Verteilung der Großverlage sich das da gar nicht so groß unterscheidet. Es variiert maximal um 5 Prozentpunkte auseinander. Und auch die kleineren Verlage liegen alle dicht bei, so in ihrer Publikationsverteilung. Einen kleinen Unterschied gibt es bei den Open Access Verlage. Da ist es in Kiel ein bisschen höher. Und auch die sonstigen Verlage, da unterscheidet sich das schon etwas deutlicher. Das hat aber auch mit dieser Clusterbildung zu tun, welche Verlage, welche Publikationen, welche Verlage sind damit eingeflossen. Ja, was sagt uns das? Also in Kiel publizieren wir irgendwie scheinbar nicht anderes als anderen Universitäten. Wir haben ja so, die Wissenschaft hat scheinbar ein ähnliches Publikationsverhalten. Und es hat sich scheinbar eine Verteilung der anerkannten Journale über die Großverlage hinweg etabliert. Und so lokale Gegebenheiten, wo man vielleicht sagen könnte, die könnten Auswirkungen haben, wie zum Beispiel Schwerpunktsetzung in der Forschung oder Finanzierung, scheinen irgendwie keine große Auswirkung zu haben. Ja, wie wurden jetzt diese 2138 Publikationen zitiert? Gibt es dealbedingte Einflussfaktoren? Ja, also erstmal zuerst der Elsevier-Boykott seit 2017 in Deutschland. Es hat auch in anderen Ländern Vertragsverhandlungen durch Konsortien mit Elsevier gegeben. Zum Beispiel haben einige amerikanische Universitäten mit Elsevier verhandelt. Und dann haben zum Beispiel auch Norwegen, Schweden und Irland über Konsortien mit Elsevier verhandelt. Das ist in der öffentlichen Wahrnehmung nicht unbemerkt geblieben. Dann hat sich hier in Kiel das Portfolio der übrigen Verlage weitestgehend nicht verändert. Und wir hatten ja, wie gesagt, auch die Übergangsvereinbarung, wo eben das Portfolio von Wiley und Springer auch unverändert war. Und weltweit ist der Anteil an Open Access auch gestiegen. Wie stellt sich das jetzt dar? Sie sehen hier eine Grafik, wo alle Parameter sozusagen der Zitation über diese 5 Jahre gemeinsam dargestellt sind. Auf der X-Achse sehen Sie die Verlage mit dem Gesamtanteil an erschienenen Publikationen. Die blaue Säule sehen Sie den Anteil der mindestens einmal zitierten Publikationen über diese 5 Jahre. Und die rote Säule, das ist der Anteil der Gesamtzitation, den die Publikationen der Verlage auf sich vereinigt haben. Und oben drüber sehen Sie sozusagen den Durchschnittswert der Gesamtzitation geteilt durch die zitierte Publikation. Und Sie sehen, Elsevier eilt anderen so ein bisschen davon. Sie vereinigen die meisten Zitationen für ihre Publikationen auf sich. Und wenn man das jedes Jahr einzeln betrachtet hätte oder würde hier, dann würde das gar nicht anders aussehen. Also Elsevier ist immer weit vorne. Dann folgen fast gleich auf Springer Nature, Wiley als Deal-Verlage und dann eben auch schon die Open Access Verlage mit einem ähnlich hohen Anteil an Zitationen, so um die 1000. Dann kommt eine kleine Stufe nach unten, folgen die Societies, sonstigen Verlage stehen eigentlich gut da, finde ich. Oxford University Press, ja, und am Ende finden sich Thieme Publikationen. Von den 115 sind nur 22 zitiert worden und die haben insgesamt nur 56 Zitationen auf sich vereinigt. Im Folgenden habe ich noch zwei Tabellen, mit denen ich die Zitationsverteilung ein bisschen detaillierter darstellen möchte. Einmal die Aufstellung nach dem Ranking prozentualer Anteil der zitierten Publikationen. Und Sie sehen, da dreht sich das so ein bisschen. Auf einmal stehen die Open Access Verlage oben. Von den 259 Publikationen sind 193 zitiert worden oder mindestens einmal zitiert worden. Das ergibt einen Wert von 74,5%. Dann folgen, also dicht auf, so im 70%-Bereich, Oxford, LBW, Elsevier und die Societies. Verlag Wiley so ein bisschen hinterher, dann kommt Taylor Francis auch so im 60%-Bereich und dann kommt eine Stufe nach unten, dann haben wir Springer Nature,
als der Verlag mit dem höchsten Anteil. Von diesen 443 Publikationen sind nur 207 mindestens einmal zitiert worden, was einen Wert von 47% ergibt. Sonstige Verlage und am Ende eben, haben wir gerade eben auch gesehen, Thieme mit nur 19% Anteil der zitierten Publikationen. Stellen wir die Tabelle einmal im Ranking um nach den durchschnittlichen Zitationsraten, dann dreht sich wieder alles einmal. Dann ist auf einmal LBW, der Verlag mit dem kleinsten Publikationsanteil, steht auf einmal oben. Von den 37 Publikationen sind 27 zitiert worden. Die haben 178 Zitationen auf sich vereinigt, was eben bei den zitierten Publikationen Durchschnitt von 6,5 Zitationen pro Artikel entspricht. Oder wenn man eben das Gesamt Publikationsanteil ansieht, sind das auch immer noch 4,81 Zitierungen pro Artikel. Dann folgt Elsevier. Da macht sich eben diese hohe Zitationsrate bemerkbar, was eben auch so ein Durchschnittswert so knapp unter 6 Zitationen pro zitierten Publikation ausmacht. Ja, bei einer Aufstellung nach durchschnittlicher Gesamtzitationszahl fallen halt Wiley und Springer im Vergleich zu Elsevier deutlicher ab. Hier erzielen die beiden Verlage Wiley mit knapp 3,5 Zitationen pro Artikel und Springer Nietzsche mit 2,36 Zitierungen pro Artikel nicht mehr so einen ganz guten Wert. Ja, und am Ende bleibt Thieme mit einer halben Zitation pro eingereichter Artikel. Da sich ja die Zitationsraten aus Zitierungen weltweit zusammensetzen, ist es natürlich schwierig, hier so eine lokale Einflussmaßnahme wie die Deal-Maßnahmen, Elsevier-Boykott, ist halt schwer feststellbar. Deswegen würde eigentlich eine Auswertung der Zitation von Kieler Wissenschaftler verwendeten Zitaten mehr Aufschluss vielleicht geben über den Erfolg von irgendwelchen Deal-Maßnahmen. Das ist sozusagen die deutlichste Aussage über die Wirkung von Deal-Maßnahmen. Eine Auswertung der von Kieler Wissenschaftlern verwendeten Zitate. Leider ist es auch die aufwendigste, die wir hätten anstellen können oder hätten müssen. Die Inhaltsverzeichnisse quasi dieser 2138 Publikationen auszuwerten, so viel Zeit hat uns selbst Corona nicht gegeben. Deswegen habe ich beschlossen, das anhand einer Stichprobe zu machen und habe quasi die 10 am häufigsten zitierten Publikationen aus jedem Jahr genommen und da die Inhaltsverzeichnisse ausgewertet und eben nach Verlagen sortiert. Das ist natürlich keine Stichprobe nach den Regeln der Kunst. Also eine kritische Überprüfung eines Statistikers würde das wahrscheinlich nicht standhalten. Deswegen bitte ich hier so ein bisschen das mit Vorsicht zu genießen. Es ist keine zufällige Stichprobe, sondern eben anhand der Top 10 ausgewählt. Trotzdem konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, mir das einmal anzusehen und Ihnen das zu zeigen. Ja, wie entfallen da die Zitationen? Sie sehen hier eine prozentuale Auswertung der Verteilung. Und da sehen Sie, dass auch Elsevier hier in den Jahren 2015 bis 2016 den höchsten Anteil an Zitationen auf sich vereinigt. Also dann fällt es 2017 mit Beginn des Boykottaufrufes ab. Aber das hat überhaupt keine Auswirkung auf Kiel, weil wir ja erst 2018 mit Auslauf unserer Freedom Collection in diesen Boykott eingestiegen sind. Da steigt der Anteil an Elsevier-Zitationen wieder in den Kieler Publikationen und steigert sich dann 2019 wieder auf 27%. Der Anteil der anderen Verlage, finde ich, ist jetzt so im Nachgang schwer zu deuten. Erstmal gibt es keine Vergleichswerte und zweitens fehlt da irgendwo das Ereignis, das man in dieser Darstellung irgendwie suchen könnte, wie zum Beispiel eben der Elsevier-Boykott. Ja, also da ist auch nicht so wirklich nachhaltiger Einfluss durch Elsevier-Maßnahmen irgendwie erkennbar. Dann möchte ich auch schon zum Fazit kommen. Fazit Springer Nature. Ja, seit 2019 haben wir die Übergangsvereinbarung, seit 2020 gibt es den Dealvertrag. Publikationsanteil ist Springer Nature der Verlag mit dem größten Publikationsanteil, auch im Universitätsvergleich. Seit 2015 sogar im Prinzip mit einer kleinen Delle, mit einer jährlichen Steigerung und den Höchststand eben 2019 mit 121 Publikationen. Nur 207 von diesen 443 Publikationen sind letztendlich zitiert worden, was auf einen hohen Anteil an nationalen Fort- und Weiterbildungszeitschriften vielleicht hindeutet.
Allerdings sind dann die zitierten Publikationen, die erzielen den zweithöchsten Wert an Gesamtzitationen, also vereinigen 1047 Zitationen auf sich, was dann wieder darauf hindeutet, dass diese Publikationen dann auch in anerkannten Journals erschienen sind und somit eben eine hohe Wahrnehmung auch in der Fachcommunity haben. Das zeigt auch die gute durchschnittliche Zitationsrate. Fazit. Ja, das Standing von Springer Nature war vor Deal schon sehr gut, sieht man am Verlagsanteil. Durch die Übernahme der Publikationskosten würde sich das wahrscheinlich noch steigern. Und eigentlich müsste man jetzt diese Untersuchung die kommenden Jahre durchführen. Das würde vielleicht den Erfolg von Deal oder den Deal-Ansätzen, würde das wahrscheinlich deutlicher dokumentieren. Wiley, ja, da haben wir die Übergangsvereinbarung auch seit 2018, seit 2019 den Deal-Vertrag, in den die UB Kiel auch beigetreten ist. Wir sind Mitte 2019 mit der Publikationsförderung eingestiegen. Beim Publikationsanteil vereinigt Wiley den viertgrößten Anteil, 13,47% der Publikationen auf sich. Trotz der Übernahme der Publikationskosten in der Mitte des Jahres 2019 hat sich das jetzt nicht irgendwie sprunghaft erhöht, sondern wir sind da in so einem Zwei-Jahres-Level irgendwie geblieben. Bei den Zitationen, ja, der Anteil der zitierten Publikationen liegt bei 66% im mittleren Bereich, allerdings auch ähnlich wie bei Springer Nature. Hier verzeichnet Wiley die drittbeste durchschnittliche Zitationsrate, was wieder auf sehr anerkannte Journals schließen lässt. Ja, bei den Zitierungen kann man nicht wirklich Einflüsse durch die Maßnahmen feststellen. Ja, und auch hier ähnlich das Fazit, der Ansatz des Deals, sozusagen der Deal-Ansatz, müsste sich eigentlich in einer Untersuchung die kommenden Jahre vielleicht deutlicher feststellen lassen. Ja, kommen wir dann zu Elsevier. Das ist ja der Verlag, der als einziger eine spürbare Sanktion tragen musste, nämlich die Kündigung der Elsevier-Zeitschriften bundesweit. Es gab somit nur geringe Zugangsmöglichkeiten zu den Inhalten dieser Elsevier-Zeitschriften. Ja, trotz Kündigung der Freedom Collection hier 2018 hat das aber irgendwie in der Bewertung nur wenig Einfluss gezeigt, sowohl bei der Publikationsanteil als bei den Zitierungen und bei der Stichprobe durch Kieler Wissenschaftler. Publikationsanteil liegt Elsevier an zweiter Stelle mit 422 Publikationen. Es gibt einen kleinen Rückgang 2018, aber der wird 2019 kompensiert. Bei den Zitationen durchgehend die höchste Zitationsrate auf alle 5 Jahre verteilt und natürlich dann auch logisch in der Gesamtbetrachtung. Elsevier verzeichnet die zweithöchste durchschnittliche Zitationsrate mit knapp 6 Zitierungen pro Publikation. Ja, bei den Zitierungen durch Kieler Wissenschaftlern, da hat die Stichprobe gezeigt, dass Elsevier da auch bis noch eine Delle 2017 jedes Jahr vorne liegt. Mir hat sich so eine Frage aufgedrängt, wenn also diese Deal-Maßnahmen scheinbar keinen nachhaltigen Einfluss auf die Nutzung von Elsevier-Publikationen zeigen, brauchen wir dann eigentlich eine Lizenz mit dem Elsevier-Verlag zu den alten Bedingungen? Also wenn der Druck aus der Wissenschaft wieder wächst und man sagt, Mensch, was ist mit Elsevier, wir wollen wieder darauf zugreifen, brauchen wir dann also sozusagen die Bedingungen von Elsevier eben ohne Publish and Read? Da kann ich nur irgendwie hoffen, dass die Deal-Projektgruppe doch noch irgendwie zu einem Ergebnis kommt, hin zu Open Publishing und Open Access, und diese Frage sich nicht wieder lokal an jeder Universität von selbst beantwortet werden muss, dass jede Universität wieder einen eigenen Vertrag mit Elsevier hat zu eben unterschiedlichen, unbekannten Konditionen. Dann ein allgemeines Fazit zum Schluss. Letztendlich ist der Betrachtungszeitraum viel zu kurz. Es ist ein ständiges Auf und Ab bei der Verteilung und die interessanten Jahre kommen ja eigentlich erst jetzt. Man kann sagen, dass die Zeitschriftenverlage ein etabliertes Standing bei den Wissenschaftlern haben, ist eigentlich ja nichts Neues, dass die sozusagen sehr fachgesellschaftstreu sozusagen ihrer Fachgesellschaft sich verbunden fühlen und die das Journalorgan publiziert halt bei einem Verlag XY. Und das kann auch wahrscheinlich nicht kurzfristig aufgebrochen werden. Die Vertragsabschlüsse mit Wiley und Springer werden sicherlich Druck auf die anderen Verlage ausüben, hoffentlich vielleicht auch auf Elsevier, hin zu einem Dealabschluss. Es gibt ja schon einen Trend hin zu Transformationsverträgen, die von anderen Verlagen aufgegriffen werden und schon angeboten werden. Es ist ein steigender Anteil an Open Access feststellbar.
Ich hoffe nur, dass dieser Deal-Ansatz, also der Deal Open Access, nicht zulasten des reinen Open Access geht, weil da muss einfach oder müssen die Universitäten Anreize schaffen, damit weiter in rein Open Access, also goldenen Open Access publiziert wird, das ja auch günstiger ausfallen kann. Und die Zitationsraten der Open Access Verlage zeigen ja eigentlich deutlich, dass sich das für die Wissenschaft lohnt. Und hoffen wir, dass es sich dahin entwickelt. Gut, das war es auch schon mit meinem Beitrag. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für diesen interessanten, fakten-, daten- und zahlenreichen Vortrag.